Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Und zwar gibt es heute zwei Bücher in einem, weil die auch absolut zusammengehören und es Quatsch gewesen wäre, da irgendwie zu jedem Buch eins zu machen. Es geht um die Dilogie, nennt man das, glaube ich, von Emma Scott. Bring Down the Stars und Light Up the Sky. Und die Reihe nennt sich Beautiful Hearts Duet. Und jemand von euch hatte mir Emma Scott in den Kommentaren empfohlen und bin dann in die Bibliothek und habe zum Glück die beiden direkt gefunden. Und zum Glück hat sie auch noch weitere Bücher geschrieben, die es auch bei uns in der Bibliothek gibt. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, noch mehr von ihr zu lesen, weil ich bin jetzt Emma Scott-Fan. Wirklich wahnsinnig gut. Es geht um Autumn, die gerade von ihrem Freund betrogen wurde und natürlich das Vertrauen so ein bisschen in die Liebe verloren hat, sich auch nicht gleich in was Neues reinstürzen möchte und aber an einem Tag unabhängig voneinander die zwei Freunde Weston und Connor kennenlernt. Und Connor ist halt so der Strahlemann, der selbstbewusste, schöne Sportler, der sie einfach zum Lachen bringt. Das, was sie eigentlich braucht, jemand, der sie zum Lachen bringt, der Spaß und Leichtigkeit in ihr Leben bringt. Und sie stellt sich halt vor, einfach mal zu versuchen, was Lockeres mit ihm anzugehen. Und sie lernt aber auch Weston kennen, den besten Freund von Connor, der tiefgründig ist, mit dem sie ganz tiefgründige, wirklich interessante Gespräche führen kann. Und Weston zieht sich aber zurück, weil Weston stark verletzt ist, Liebe für sich nicht für möglich hält und Connor den Vortritt lässt. Und so nähern sich Connor und Autumn eben an und Weston ist da irgendwie immer mit dabei, weil er halt Connors Mitbewohner ist und sein bester Freund ist. Und dann kommt es dazu, Weston ist Poet. Also es gibt auch viele wunderschöne Gedichte in diesen beiden Teilen. Und Weston ist Poet und Autumn liebt es total und findet ein Gedicht von ihm. Und Connor gibt dieses Gedicht aber als sein eigenes aus. Und Connor merkt, wenn ich Autumn halten will, dann muss ich romantischer sein, poetischer sein und nutzt Weston quasi aus. Und Weston macht das auch aus vielen verschiedenen Verstrickungen für ihn, Briefe und Gedichte zu schreiben. Und das artet dann extrem aus, weil es gibt dann einen extremen Plot-Twist, auf den wäre ich im Leben nicht gekommen. Und der hat mich auch erstmal aus den Socken gehauen. Der war auch krass schwer zu verkraften, emotional und seelisch. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das passieren könnte und wie krass das dann einfach war. Das passiert hier am Ende des ersten Teils. Das wirft alles komplett über den Haufen. Das hat mich emotional komplett fertig gemacht. Und ich habe abends den Teil zu Ende gelesen und musste sofort noch 50 Seiten vom zweiten Teil lesen, weil das so einen krassen Cliffhanger hat. Also ich möchte nicht damals gewesen sein, wo man, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder Jahr auf den zweiten Teil hätte warten müssen. Das ist so ein gemeiner, krasser Cliffhanger. Man muss den zweiten Teil lesen. Muss man. Muss man. Geht gar nicht anders. Clever gemacht. Und habe dann, wie gesagt, an dem Abend noch die ersten 50 Seiten vom zweiten Teil gelesen, um wenigstens diesen Cliffhanger aufzulösen. Und weil es mir nicht so gut geht, habe ich mir einen Tag freigenommen und habe an diesem einen Tag dieses Buch dann noch fertig gelesen. Wow! Wahnsinnig gut! Und hier hinten gibt es dann einen ganz interessanten Teil. Und zwar Anmerkung der Autorin. Isabel, ich nehme an, dass Isabel ihre Tochter ist. Isabel hat einmal eine Bestandsaufnahme meiner Bücher gemacht. Sie durfte sie natürlich nicht lesen, aber sie interessierte sich als Künstlerin dafür und als ein Mensch, dem soziale Probleme, Vielfalt und Inklusion sehr wichtig waren. Sie fragte mich aus: Gibt es bei dir Figuren, die nicht weiß sind? Ja, sagte ich. Gibt es Figuren, die schwul oder lesbisch sind? Habe ich. Gibt es Figuren, die behindert sind? Ich erzählte ihr, dass ich eine Figur erfunden hatte, die blind war. Was ist mit einem Rollstuhl? Und die Geschichte darf nicht davon handeln, dass er in einem Rollstuhl sitzt. Er tut es einfach. Das, sagte ich, hatte ich noch nicht. Und sie warf mir diesen Blick zu, der sagte: Komm schon, Mama, mach dich an die Arbeit. Das ist ein ganz wichtiger Teil in dem Buch. Also die Bücher sind krass, extremst recherchiert. Wie gesagt, diese Gedichte, also entweder hat sie die Gedichte schreiben lassen oder Emma Scott ist auch eine wahnsinnig begnadete Poetin.
Es ist auch eine wahnsinnig tolle Geschichte drin, die es so tatsächlich gibt. Also ich habe das gegoogelt und diese Geschichte gibt es. Und wenn ihr mir auf meinem anderen YouTube-Kanal folgt, Frau Farbenfroh, habe ich euch die dort oder lese ich euch die dort bald auch mal vor, weil die so gut ist. Also, boah, ich liebte schon die What-If-Reihe. Und diese Reihe von Emma Scott ist aber anders. What If war so locker, leicht, schön. Ah. Es gab natürlich immer wieder auch dieses Geheimnis und als das rauskam, war es dann erstmal doof. Aber das hier ist, also so, das macht so abhängig. Man muss das weiterlesen, weil das so spannend ist und man will doch wissen, was jetzt passiert. Vor allen Dingen, wie gesagt, der Übergang vom ersten in den zweiten Teil, das war einfach so krass gemacht. Super gut. Also tausend Dank an die Empfehlung für Emma Scott. Ich lese jetzt erstmal Anna Savas und freue mich dann aber darauf, weitere Emma Scott-Reihen zu entdecken, zu lesen und euch vorzustellen. Habt ihr denn schon mal was von Emma Scott gelesen? Dann schreibt mir das super gerne unten in die Kommentare, was das war, ob ihr das empfehlen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, checkt mir gerne wieder einen Daumen hoch. Das hilft mir hier bei YouTube sehr weiter. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder mit dem Monatsrückblick für Oktober. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.